Wie teuer ist denn sowas? Keine Ahnung, auf jeden Fall bin ich morgen dran. Aber die Möglichkeit hätte bestanden. Jetzt mache ich dir den Termin im nächsten Monat. Nö, ich brauche mir keinen Termin mehr machen nach der Aussage. Einen wunderschönen. Ich liege bei dir. Nein, machst du nicht. Mama, geh mal weg. Guten Tag gewünscht da draußen, meine Lieben. Mara, aber wenn er doch lieb bei dir liegt, ist es doch nicht schlimm. Mama! Ja? Lass mich doch vorsichtig sein. Ich möchte das nicht. Du wolltest doch sein Bett eh beziehen. Kussi! Mara, ich hab dir doch gerade einen Kussi gegeben. Tschüss! Baby, bleib lieber oben. Tschüss! Tschüss, Pupsi. Tschüss. Alexa, Fernseher aus. Okay. Okay, ich geh. Wohin gehe ich? Ich gehe, Mama, nein, ich möchte das nicht. Mama. Bis gleich. Mama. Bis gleich. Alles ja. Warum sind hier so Blasen auf dem Boden? In Reihe und Glied. Mein Handy vibriert die ganze Zeit. Oh. Irgendwie läuft das Wasser hier nicht ab. Kann das sein? Oh. So. Wir fahren jetzt zu Royal Donuts. Und holen Marlenes Torte ab. Dann muss ich ganz zügig wieder herfahren, weil ich ja dann mit ihr zusammen ein Foto machen muss. Beziehungsweise ich muss es mir überhaupt schaffen, wieder herzukommen, damit ich sie abholen kann. Und was ist, wenn ich es nicht schaffe? Dann hat Matthias keinen Schlüssel für den Ford. Das heißt, ich gehe jetzt zum Ford. Und lege dort den Schlüssel rein. So. So. Dann hat er auch einen Schlüssel für den Notfall, wenn ich es nicht schaffe. Im Stau stehe oder was weiß ich. Boah. Der Aufruf riecht hier über. So. Okay. Jetzt habe ich aber wirklich alles. Die Geburtstagsgeschenke habe ich schon alle da. Die müsste ich nur noch mal ein bisschen vielleicht verpacken. Vielleicht gebe ich das Mara nachher, weil die liebt es ja. Ich fahre alleine Auto. Das heißt, es gibt hier Party jetzt ohne Ende. Ich nutze das immer so hart, aus, wenn Maras nicht dabei ist, ey. Weil er A, die Musik nicht hören soll, die ich höre. Weil da schmeißen die teilweise mit Geschlechtsnamen rum um sich. Deswegen nutze ich diese Gelegenheit und höre jetzt hier irgendwas mit Muschi flattern. So mit O, jetzt ist mein Akku gleich schon wieder alle. Da drüben, da, werde ich jetzt Marlenes Torte abholen und ach, ich zeig's euch einfach gleich. Ich gehe nur schnell darüber, bezahle die schnell und hole sie und dann zeige ich sie euch. Ich bin gespannt, wie sie aussieht. Ich habe noch kein Foto gesehen oder so. So sieht die Torte aus. Mega schön, wie ich finde hier. Marlene 17, Happy Birthday. Schön, klein, kompakt. Finde ich richtig, richtig gut. Dann kann sie nämlich noch ein Foto davon machen. Matthias hat auch zwei bekommen. Einmal mit Kinderschokolade und einmal mit... Ich habe es vergessen. So, und jetzt heißt es ganz, ganz schnell zu Marlene zur Schule fahren. Haben wir es schon 13 Uhr? Wir haben es 12 Uhr. Dann habe ich ja noch Zeit. Dann ist das ja alles ganz locker gestaltet hier. Das freut mich natürlich. So. Wann hat sie den Schluss? Heute ist Mittwoch.
Genau, dann schaffe ich sogar noch einkaufen zu gehen. Sehr gut. Sind wieder zu Hause. Ach, hallo, meine Hübsche. Ich muss mich ja gar nicht mehr umziehen. Das ist die Unisex-Kollektion. Aber das ist die 2.0, ist das richtig? Stand nichts. Bist du halt komplett mit Auto gepaart zur Schule gegangen, ja? Ja. Ich war heute Morgen schlecht gelaunt und wollte mir nichts Richtiges anziehen, deswegen habe ich einfach meine. Ja. Hier, Mama, das ist dein Job, solange ich beschäftigt bin. Und danach muss ich mich nur noch um mich kümmern. Hier. Hast du einen Bügel für mich, Neva? Du isst gerade Blaubeeren. Wer hat dir die gewaschen? Ja, schmeckt gut. Und jetzt essen wir gleich noch den Kuchen. Ja, aber erst musst du ein Foto machen. Sie muss sich erstmal hübsch machen und so. Ja, ich muss jetzt ihr Geburtstagsdress einmal steamen, weil sie mit dem Kleid und der Torte ein Bild machen möchte. Und Matthias habe ich ja auch hier sowas geholt. Ich hoffe, dass sie noch leben. Ja. Das ist Karamellsoße drin. Das ist wieder gut, ey. Hm. Genau, und dann verspeisen wir die Torte. Mara Maus, kümmerst du dich bitte ganz kurz um den Einkauf, bitte? Ich gehe ganz kurz pullern, platzt nämlich gleich die Blase. Ich glaube, Marlene kommt gerade schon wieder hoch und jetzt kriege ich Ärger. Ach nee, das ist Maras, okay. Von dem kriege ich keinen Ärger. Alexa, Treppe an. Ach, ist ja schon. Alexa, Flur an. Ich fange jetzt an. Ich fange jetzt an. Ja, das wollte ich doch gar nicht. Lass mich mal vorgehen, ich habe Angst, dass ich direkt... Ja, gehe ich, wie du siehst. Ich gar nicht. Marlene? Nee, ich bin gerade voll gespannt. Wenn du fertig bist, da kommst du mal bitte, ja? Oh! Mama, dann wird es nicht gerülpst. Gerülpst? Alexa, Küche an! Bitte. ich mache jetzt Abendessen und... Und Baguette! Genau, es geht nämlich um Baguettes. Und zwar kriegen die Kinder heute Blockhaus-Knoblauch-Baguettes. Und ich mache mir ein Toast-Sandwich. Ein Toast-Sandwich? Ja. Die grillt alleine draußen. Ich grill alleine draußen. Ja. Genau. Mama? Ja? Was soll ich machen? Rechtschreibfehler, ja. Ich zeige euch jetzt, wie Marlene reagiert, wenn sie angepisst ist, okay? Passt auf, ich zeige euch das. Marlene! Ich muss dir was erzählen! Schlechte Laune machen ein bisschen, dachte ich. Was denn? Naja, also pass auf, lass uns das bitte nicht aussprechen. Das ist für mich. Lass uns das bitte nicht jetzt aussprechen, was ich jetzt sage, ja? Aber ich weiß es jetzt nicht. Ach, 17.2. Also was ich dir jetzt sage. Oh, komm auf den Punkt. Du wirst richtig schlechte Laune haben. Du wirst wahrscheinlich kommentarlos nicht umdrehen und gehen oder weißt du nicht irgendwas Freakiges, was du jetzt machst. Du weißt ja morgen, ne? Der Termin eigentlich. Ich darf mit. Nein, jetzt halt mal den Mund. Also ja, du hättest eigentlich mitgekonnt, aber... Hätte ich auch was gekriegt? Ja, hättest du auch. Aber warum darf ich nicht mit? Weil ich das nicht will. Warum nicht? Weil ich das A weder bezahle noch... Wie teuer ist denn sowas? Keine Ahnung, auf jeden Fall bin ich morgen dran. Aber die Möglichkeit hätte bestanden. Jetzt mach ich dir den Termin im nächsten Monat. Nö, ich brauch mir keinen Termin mehr machen nach der Aussage. So. Jetzt mache ich mir nur kurz ein bisschen Kartoffeln. Aua, Mama! Ja? Voll Wedekern! Sag bitte den Satz nochmal. Wawafa! Warum hast du eigentlich nur Unterwäsche an? Was?
warum du eine Unterwäsche anhast. Mama! Mama! Marlene? Wer kann atmen? Also die können nicht reden, aber die kann atmen. Atmen ist ein wichtiger, oder? Ja, und warum? Soll ich das auch noch kurz erklären? Nein, komm mal. Nein, komm mal, ich mag schnell gucken. Wo soll ich denn jetzt gucken kommen? Guck an den... Hast du schon ein Motiv? Wow, was du ein Motiv hast. Was ist ein Motiv? Was soll ich mit einem Motiv? Was du haben wolltest. Für was? Für dich! Ja, diese Blume. Gut, dann schick mir die bitte mal. Nein, mach ich nicht. Damit ich einen Preis kriege für dich. Mach ich nicht. Am Ende sagt er ein Fuffi, Alter. Und dann sagt er, nee, das ist mein Termin. Mama. Bezahl kein Fuffi für dich. Mama, wenn du noch so ein Kind wie ich hättest, dann müsstest du... Ich würde nicht so was Kleines nehmen. Was? Ich würde nicht so was Kleines, Gestricheltes nehmen. Warum nicht? Weil das ganz schnell verschwindet. Ich mache mir jetzt gerade Ofenkartoffeln. Ich zeig euch mal, und wie ich das mache. Das neue von den Leuten, die haben nicht angekommen. Ja, ich weiß, ich habe schon gesehen. Boah, cool. Maris, wo ist dein Anzug? Was? Maris? Weiß ich nicht. Wir brauchen den aber. Ja. Der Maris will heute unbedingt in seiner Höhle schlafen. Sieht gut aus? Mhm. Ja, jetzt hat er sich hier seine Höhle gebaut. Eine Heizung, aber die ist auf 1. Das geht schon klar. Genau, und wir chillen uns hier gleich hin. Ich weiß zwar nicht, was Matthias jetzt zum Abend isst, aber ich würde das schon klären, weil ich habe mir nämlich Kartoffelecken gemacht. Mit ein bisschen Käse drüber und Dip. Hey Mama, du wolltest ja nicht, dass wir mit Papa das hier. Das ist zu wenig, oder? Aber schön ist was anderes, oder? Alter. Aber das sieht geil aus, wenn es ja nicht weiß, wenn er dann zieht. Marlene geht nämlich im Übrigen zur Freiwilligen Feuerwehr, wie man sieht. Ich krieg das nicht ran. Das aber ist ihr Schlauch zum cool, Feuerlöschen. Ne? Mal, ist deins. So, ist das hier? Nö, so ist gut. Einen wunderschönen guten Morgen gewünscht da draußen, meine Lieben. Hör auf damit, ich mach das nicht. Wenn die Kinder mich so nachplappern, oh, da krieg ich einen Hals. Ich bin jetzt gerade am Frühstück machen, bevor Mitarbeiterin Nummer 1 kommt. Schnell noch mal was essen. Ja. Ich brate gerade Bacon, dass wir das mit Brötchen zusammen essen können. Schön low carb, high fat. Geht voll klar. So, schnell noch was essen, weil in 20 Minuten klingelt es hier. Und ich bin heute, ich hoffe, dass die Kinder und Matthias es hinbekommen, hier zu vloggen. Ich habe heute einen Termin, der ein bisschen länger geht und da muss ich hin ab 12 losfahren, ja? Und dieser Feld geht heute besser. Ja, die Großcousine kommt heute her. Dass Maris ein bisschen mit ihr spielen kann. Einmal. Ja, und wo steht die dann? Das gucken wir nachher noch. Auf mein Bettchen. Oh, ich wollte schon, wenn sie Ideen hat. Ach ja, stimmt, hat sie ja gesagt, ne? Ja, ja gut. Also, ich bin gespannt, wie heute der Tag gestaltet wird, auf jeden Fall. Was ich immer esse? Ich esse immer mit Brötchen.
dann esse ich immer ein Brötchen normales. Ja. Also mit Butter erst und dann mit Speck. Das ist am meisten. Ja. Und nicht so lange Speck.